Hallöchen, hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei einer weiteren Folge von Newcomer TV, dem Magazin, wo wir regionale Newcomer-Bands vorstellen und euch in die Mysterien von Rockmusik und Popmusik einführen. Wir gehen zurück in die zur zweiten Newcomer TV-Nacht, die im Prinzip am 28. April in der Portstraße Jugend und Kultur stattgefunden hat. Es war ein fantastisches Wetter, 4 unglaublich gute Bands und ein Publikum, was die Show total geliebt hat. Und ich möchte euch die erste Band des Abends vorstellen. Eine Progressive Rock Metal Band mit weiblichen, also das heißt Female Fronted aus Mainz. Willkommen mit einem riesigen Applaus von euch für Xara. Info, und das fand ich irgendwie interessant, weil das begegnet mir in der letzten Zeit öfters, der Begriff Female Fronted. Ist es wichtig, das herauszustellen? Es ist natürlich, gerade in der Metal-Szene finde ich das auch cool, dass viele Frauen jetzt mehr an die Front gehen und auch gerade in der Metal-Szene quasi präsent sind, weil es war ja doch eine sehr männerlastige Szene.
und ja, ein bisschen Frauen an die Front halt, ne? Sea that you're taking away, you're committing to me.
Dankeschön. Ihr habt, glaube ich, eine Single rausgebracht. Das ist so, also praktisch die Vorbereitung für eine EP oder ein ganzes Album? Genau, die EP ist, haben wir in der letzten Zeit beim Mastern gehabt und die steht komplett in den Startlöchern. Die ist schon da fast. Genau, das ist eine 3-Track-EP, also jetzt auch nicht super viel Material, aber wir sind halt auch, was das angeht, so, dass wir sagen, wir machen es lieber in unserem Tempo und wir machen es so, dass wir zum Schluss sehr damit zufrieden sind, anstatt jetzt übers Knie zu brechen, weil das ist einfach eine Leidenschaft, diese Band, für uns alle. Und wir möchten halt das einfach nach außen tragen und auch die Lieder in der Qualität am Ende veröffentlichen, wie wir sie uns ausgedacht haben und wie wir sie hören, wenn wir sie in unserem Kopf uns anhören. Und genau, da kommen dann eine 3-Track-EP demnächst raus. Können alle gespannt sein. Die wird es dann auch überall zum Stream geben. Da gibt es ja heute übers Internet eigentlich keine Limitation mehr wegen der Distribution. Hat es euch gefallen? Ich meine, das Problem ist immer für manche Metal-Bands auch, weil die kommen mit einer riesigen Show daher, mit unglaublichen Lampen und Glühbirnen und Feuer und magischen Zauberelementen. So auch eigentlich Xara, aber sie haben ihr Programm so ein bisschen zusammengestrichen. Also das heißt, die optischen Reize der Band sind so ein bisschen ausgeblieben, aber sie haben persönlich überzeugt. Also mich und uns, wir waren am Tanzen und am Schreien und am Jubeln und ich hoffe,
hoffe, euch ist es ähnlich ergangen. Wir kommen direkt zu einer anderen Band, die im Prinzip aus von der Bergstraße kommt, also das heißt aus dem Odenwald, nämlich aus Weinheim, und die sich einer ganz anderen Musik verschrieben haben, nämlich Bluesrock vom Feinsten. Die haben uns einfach total umgehauen, die Jungs, mit ihrer Energie. Ich will gar nicht lange reden, weil es gibt ja auch noch ein kleines Interview mit den Jungs. Freut euch jetzt mit mir und mit uns zusammen auf die wunderbare Musik von The Parlebarys. Tell me, baby, did she ever have the blues? Tell me, baby, did she ever have the blues? Sun is a shine through my window, but this one days are gone. Wie ist denn das für dich als Gitarrist, mit einem anderen Gitarristen zu arbeiten? Weil ich habe das schon oft von so zwei Gitarristen in der Band, in verschiedenen Bands gehört, dass es da immer Schwierigkeiten gibt, weil die alle ganz unterschiedliche Stile haben und dass es selten der Fall ist, dass zwei Gitarristen zusammen in einer Band wirklich harmonisieren und wirklich super zusammenpassen. Ist das bei euch ein Glücksfall, dass es so gut läuft, oder habt ihr auch manchmal Kämpfe mit sechs gegen sechs Saiten? Also ich würde sagen, bei der Gitarre eigentlich gar nicht. Wir haben da eigentlich unsere Rollen recht gut gefunden. Es ist so, dass ich spiele in allen Songs Gitarre und dann halt in Songs, wo es gut passt, wo vielleicht auch mal ein Solo drin ist, wo es einfach ein bisschen mehr Fülle braucht, kommt dann Dominik meistens dazu. Oder auch in den ruhigeren Songs gerade, da spielt er auch oft die Gitarre. Ein bisschen anderer Stil, aber ich denke, wir ergänzen uns da recht gut. Listen to what I've got to say. Who are you people? What are you doing? It's my room.
acting so cruel. Well, I thought we were friends. I had some trust in you. You may call me a fool. I'll ask you again. Who are you people? What are you doing? It's my room, so get the fuck out of here. I love you, my friend, I really do. Don't hurt me, tearing my heart in two. Oh, wow. Open your eyes, cause it's the end of times, people. Ich meine, für viele Leute ist ja die Musik so heilig, dass sie denken, in dem Augenblick, wo das dann kommerziell wird und man Geld damit verdient, wird die Musik auch schon wieder taktisch und irgendwie dreckig. Also da würde ich nicht zustimmen. Also ich glaube, na klar, wenn man jetzt seine Seele verkauft und jetzt auf einmal Bluesrock immer macht und jetzt auf einmal Popstar wird oder so, ist das schon vielleicht, ja, aber ich meine, ja, man, von irgendwas muss man auch leben soll. Es gibt überall Kompromisse, die man machen muss. Natürlich, also ich meine, dieser Sänger ist schon ein bisschen magisch, oder? Findet ihr nicht? Also wie er die Musik performt, wie er die Musik in seinen jungen Jahren gar körperlich rüberbringt. Also jede Synapse atmet Blues und er ist unglaublich authentisch mit seinen Jungs. Das heißt, geht auf die Seite, auf die Seiten der Bands, die wir euch heute vorgestellt haben. Einmal von Xara und einmal von The Paraberries und liked sie und geht zu ihren Konzerten.
werden. Das würden wir uns wünschen. Das war auch, war es auch schon für heute. Hier am Mikrofon der Seppel und der Jochen an der Kamera von Newcomer TV für euch und für alle Bands in der Region. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss. Bis bald.